dann starten wir in die Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag der neuen Drittligasaison 2023-24. Der SSV in Regensburg und die Spielvereinigung Unterhaching trennen sich heute 1:1 unentschieden vor 11.081 Zuschauer im Jahnstadion Regensburg. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, zu meiner Linken der Jahn-Cheftrainer Joe Enox und zu meiner Rechten der Trainer der Spielvereinigung Unterhaching, Marc Unterberger. Dem Gästetrainer gebührt wie immer das erste Wort, Ihr Statement zur Partie bitte. Ja, vielen Dank und erstmal Servus in die Runde. Wir haben ja unter der Woche schon gesagt, dass die Rollen für uns eigentlich klar verteilt sind für den ersten Spieltag. Dadurch, dass wir einen sehr, sehr kleinen Etat haben für diese Drittligasaison, dass wir heute drei Debütanten im Profifußball hatten mit Bauer, Westermeier und Keller, einen vierten Debütanten mit mir, der aus dem Jugendbereich jetzt die Chance bekommen hat. Und hatten einfach auch wahnsinnigen Respekt davor, vor der Art und Weise, wie Joe spielen lässt. Eine sehr, sehr gute Mischung zwischen Ballbesitzspiel, aber auch körperlicher Intensität. Und ich glaube, dem mussten wir auch die ersten 20 Minuten Tribut zollen, sind nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, gehen dann auch folgerichtig mit 0-1 in Rückstand. Und ich glaube, dann war es einfach wichtig, einen direkten Treffer dann auch zu erzielen, eine Antwort zu geben, um gar nicht in das Gefühl zu kommen, dass hier vielleicht heute nichts zu holen ist. Ich finde dann, zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht, gerade so bis zur 65., 68. Minute. Haben ein Riesending mit Fetsch kurz nach der Halbzeit, haben noch eine Riesenchance mit Schiffball, der knapp am Tor vorbeigeht oder noch abgefälscht wird zur Ecke. Und die letzten 20 Minuten ist es dann halt, so wie es in der dritten Liga dann auch ist, die Heimmannschaft kommt, investiert, die 11.181 Zuschauer, unfassbar laut, haben den Jan nach vorne gepeitscht und ich glaube, das hat man schon gemerkt, dass Regensburg dann hinten raus mit zwei Standardsituationen durchaus noch hätte einen Treffer erzielen können. Sind wir wahnsinnig froh, dass das nicht passiert ist und nehmen den Punkt hier aus Regensburg zum Auftakt liebend gerne mit. Danke, Herr Unterberger. Dann, Joe, würde ich dich bitten um dein Statement zur Partie. Ja, erstmal vielen Dank. Die Analyse sehr zutreffend, wobei ich der Meinung bin, dass wir halt in der 52. Minute das größte Torchance des Spiels haben, indem wir mit Kurt über linke Seite halt quer vors Tor spielen und Grille kriegt das Ding vorbei. Letztendlich sind wir halt gut gestartet. Wir haben halt gute Aktionen nach vorne gehabt und dann halt auch das Tor auch gemacht. Machen wir einen Fehler, wo wir halt einen Ballführenden, also es ist ein Torwart, halt nicht unter Druck setzen können. Und dann rennen wir halt statt zurück, weil wir wissen, dass ein langer Ball kommt, rennen wir nach vorne, versuchen das Spielfeld klein zu machen, wobei es hätte uns dort nicht passieren können. Und dann, ein gutes Laufverhalten vom Keller war das, glaube ich, der das Tor auch macht. Es ist enttäuschend, erste Fehler, die wir machen, halt wird halt auch sofort bestraft, aber die Jungs, wie sie reagiert haben, außer der Torchance von Fetsch, direkt nach der Halbzeit, war es halt wirklich sehr ordentlich. Bewundernswert, 11.000 Zuschauer, also was für eine Stimmung. Und natürlich mag auch richtig, wie wir die letzten 20 Minuten wirklich auf ein Tor gespielt haben. Das war leider nicht genug, um halt ein Tor zu machen. Aber wir haben Vielzahl an Torchancen und wir müssen einfach nur mit letzter Konsequenz das Ding über die Linie drücken. Und das ist uns nicht gelungen, aber auf die Leistung, weil wir wissen, trotz Etat oder kleinen Etat, Unterhaching ist eine richtig gute Mannschaft. Das hat man halt jetzt gegen Ingolstadt gesehen. Letztendlich geht es nicht um Etatgröße oder halt erstes Spiel im Profifußball. Es geht darum, halt einfach eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und beide Vereine haben es getan. Und wir hätten sehr, sehr, sehr gerne halt das Spiel heute gewonnen. Und glaube, es wäre auch verdient gewesen. Jo, danke, Joe. Dann Blick in die Runde. Gibt es Nachfragen an die beiden Cheftrainer? Dann gerne per Handzeichen. Schaut nichts. Doch, in der ersten Reihe Christoph Leischwitz von der Süddeutschen Zeitung. Ja, eine Frage an Marc. Also der fünfte Debütant war ja dann auch noch Maurice Krattenmacher, den du eingewechselt hast. Für uns ein kleines bisschen überraschend, dass er jetzt schon Einsatzzeit bekommen hat. Deswegen die Frage, wie weit ist er jetzt schon? Und zweitens, die Stürmer heute haben sehr viel mitarbeiten müssen, auch sehr viel defensiv.
Ist dann mittelfristig oder langfristig auch das Konzept, dass die Stürmer da ein bisschen rotieren? Also Grabmacher ist auf alle Fälle schon mal so weit, dass er Drittliga-Minuten sammeln kann. War jetzt sehr, sehr lange raus, hat am Knie eine Meniskusverletzung auslaborieren müssen, ist da auch operiert worden in der Vergangenheit. Hat jetzt die letzten 10 Tage am Mannschaftstraining teilgenommen und für uns war, ich habe ihn ja in der Jugend auch schon gehabt, für uns war einfach klar, wenn das hinten raus nochmal eng wird oder wenn wir vielleicht noch was brauchen, dann ist er einfach der Spieler, der vorne den Unterschied nochmal machen kann, deswegen der Wechsel. Boah, ob die Stürmer hinten mitarbeiten müssen, ja, müssen sie bei uns, weil bei uns die erste Linie einfach auch die erste Verteidigung ist. Und ja, natürlich in Abhängigkeit vom Gegner dann sicherlich die Sturmpaare auch wechseln können. Ne? Für heute war einfach klar, dass wir Körperlichkeit brauchen und deswegen Hopsch und Fetsch glasklar vom Beginn an. Und Grattenmacher, aber auch nur mit Luft für 15 Minuten, also von dem her alles gut und die nächsten Wochen werden dann zeigen, wie die Aufstellungen ausschauen. Was ist der erste Ansatzpunkt? Genau, warte mal kurz aufs Mikro noch warten. Genau. Was ist jetzt der erste Ansatzpunkt, was besser werden muss in den nächsten Spielen noch? Ja, ich glaube, Joe hat es ja richtig analysiert, dann auch wahrscheinlich von unserem Ingolstadt-Spiel. Wir wollten viel, viel mehr mit Ball aktiv sein, haben die Spielidee, die es vom letzten Jahr gab, von Sandro, die unfassbar erfolgreich war, auch aufgegriffen. Haben aber auch gesagt, wir müssen in der Liga uns weiterentwickeln, um Erfolg zu haben und wollten dahingehend das Spiel noch ein bisschen weiter am Boden verlagern. Ich finde, dass uns das heute in ganz, ganz vielen Phasen überhaupt nicht gut gelungen ist. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass unsere Spieler dann in den Luftzweikämpfen deutlich unterlegen waren, sowohl Westermeier-Weidner in der ersten Halbzeit, aber auch Hopsch und Fetsch vorne dann nicht die Durchschlagskraft in der Luft haben. Also musst du dir überlegen, wie du Spiele gewinnen kannst. Und wenn du junge Spieler hast, die dann vielleicht noch nicht auch den körperlichen Vorteil haben, dann kann die Antwort nur sein am Boden. Und deswegen, glaube ich, ist das sicherlich ein Ansatzpunkt, der die nächsten Wochen dann auch folgen darf, der in der Vorbereitung auch schon da war und dann aber auch folgen muss. Gut, dann nochmal die Frage, gibt es noch mal Fragen? Schaut nicht so aus, dann wünsche ich allen noch einen soweit schönen Samstagabend und den Gästen eine gute, aber kurze Heimfahrt. Dankeschön. Dankeschön.